Nicht nur besser, sondern vor allem schneller. Kommen Sie ran, fahren Sie mit. Das ist ja unglaublich. Ah, oh. Vergiss das, Maria. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute geht es mal wieder um den perfekten Spagat zwischen Sportlichkeit und Komfort, zwischen Alltag und Rennstrecke. Ich habe mir erst im Sportwerk und erst nachgeschärft worden mit dem Competition Plus Paket. Wir haben 4 Türen, einen dicken Motor vorne drin, wir haben 5 Sitzplätze und einen Kofferraum und Allradantrieb. Ich sag mal so, das ist das perfekte Multitool. Damit kann mir niemand das Wasser reichen. Was ruft jetzt der Schelle an? Ja? Herr Matthias, servus. Servus. So, was sehe ich da? 4-türige Performance-Limousine. Und wenn jetzt ich an mein Auto hier denke, das ist die Benchmark. BMW M3 Competition MX3. 510 PS, das ist die ultimative Performance-Limo. Heute haben wir 2 absolut legendäre Performance-Limousinen am Start. Was hast du dabei? Ja, M3 Competition mit MX-Drive. Dass man halt wirklich komplett top aufgestellt bin. Da kannst du vergessen, Audi RS5 Sportback, 450 Pferdchen, 3,8 auf 100. In Sachen Beschleunigung bin ich um Welten besser, 3,5. Ja, Welten, das wollen wir dann erst mal sehen. Also der Audi hat jetzt ein bisschen nachgelegt, aber der Abstand war einfach so groß. Ich denke, der kann es mit ein paar Kürzel da in den Vornamen da auch nicht aufholen. Also nur vom Fahrwerk her geht es eigentlich nicht. 60 Pferdchen, das ist der große Unterschied. Es ist nicht nur Fahrwerk, es ist Getriebesoftware, die ganze Anwendung ist alles schärfer geworden. Das hier ist Quattro Power. Bleibt die Frage, wer am Ende dieses Tages die Nase vorne hat. Wollen wir sagen, wir fangen an mit Alltagstest, bisschen Kofferraum checken und so. Genau. Das ist ja das, was Sie auch können müssen, ne? Das gehört auch dazu. Schaut's aus, genau. Machen wir gerne. Also. Los. Ich fahre heute den Audi RS5 Sportback mit dem Competition Plus Paket. 450 PS, 290 km/h Spitze, 3,8 Sekunden von 0 auf 100. Und der Grundpreis liegt bei 89.800 Euro. Der Audi RS5 ist nachgeschärft worden. Wir haben ein Gewindefahrwerk verbaut und damit soll das Auto schneller und sportlicher werden. Vor allen Dingen auf der Rennstrecke, soll aber im Komfort nichts eingebüßt haben. Bin sehr gespannt, was die Bude kann. Boah, dem tut doch schon mal richtig gut. Ich bin heute unterwegs im BMW M3 Competition MX-Drive. 510 PS. Höchstgeschwindigkeit ist 290 km/h. 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Und das Ganze beginnt bei einem Basispreis von 100.300 Euro. Also M3 ist eine absolute Ikone. Ich kenne das Auto ja, also der erste M3, wo rausgekommen ist, 1986, da habe ich von so einem Ding geträumt. Und die Steigerung ist ja immer wieder. Jeder M3 setzt wieder was drauf. Aber was das Ding jetzt draufsetzt, ist wirklich für mich persönlich fast unerreicht. 510 PS Allradantrieb. Challenge 1, Kofferraumcheck. Welcher schluckt mehr Getränkekisten? Ja, jetzt hast du dich festgefahren. Mann! Du Otto. Ja. Hinterachslenkung, da kann nicht jeder mit umgehen. Ja, yeah, ist halt ein bisschen was anderes. So, also, wir haben 12 Kisten Wasser. Genau. Fangen wir mit dem BMW an? Fangen wir mit dem BMW an, gerne. Du hast 480 Liter Kofferraumvolumen. Ja. Ich habe nur 465. Die große Frage ist jetzt, geht hier genauso viel rein? Die Punkte gibt es natürlich dafür, wer mehr Kisten reinlädt. Komm, ich gebe die an und du verlädst. Du gibst an, wie immer. Ja, ja, das ist sicher. Tu rein. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, ich will ihn ja hier nicht da groß verkratzen. Ja, ja. Musst du dich ja schon relativ reinbücken, oder? Einfach, das geht einmal frei. Ich bin ja jung und dynamisch. Nummer 6. Kriegst du noch einen? Der Logo. Hinter dir. Ich würde gleich sagen, so rum, oder? Nummer 7. Das schaut bis jetzt gut aus. 8. Passt. Der geht doch niemals zu. Der geht hervorragend zu. Jetzt pass auf. Ui. Ja? Also 8 Kisten drin. Das ist schon krass. Wir haben eine Performance-Limousine, wo 8 Kisten Wasser reinpassen. Und was ja wirklich ist, schauen wir das an, wie die passen. Ja? Der Niki hat 8 Kisten jetzt in seinen Kofferraum reingebracht. Das ist ganz schön viel Wasser, ehrlich gesagt. Bei meinem Kofferraum weiß ich, dass er 15 Liter weniger Volumen hat.
Aber die große Frage ist, wie gut ist er nutzbar, der Audi? Fakt ist, er hat diese riesengroße Kofferraumklappe, die man halt wirklich weit aufklappen kann. Und ich muss nicht so mich runterbücken und weiß ich nicht, kann die mehr oder weniger so aufrecht stehend dort reinfallen lassen. Ich glaube, dass er nicht so viel Platz hat. Das warten wir jetzt mal ab, würde ich sagen. Eins. Oh, und ganz knapp ist schon. Zwei. Überlege mal ein bisschen. Ja, ich muss erstmal. Ich muss erst mal gucken. Genau. Ich muss mich erst mal ein bisschen eingrooven. Ja. Also, ich sehe hier. Jetzt warte doch mal ab. Ich sehe sehr, sehr viel warte Platz. Warte doch mal ab, der ungenutzt ist. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bring mal noch mal 2. So. Man darf nichts abschrauben oder irgendwie so. Und. Zu. 8 Kisten müssen da doch irgendwie reinpassen. Matthias sortiert noch mal um. Ich habe früher beim Getränkemarkt gearbeitet. Ah, aber du warst anscheinend nur fürs Leergut zuständig. Ja, das war ein Ford Transit und er hatte so eine große Ladefläche. 8. Was? Er ist zu. Was? Mit Gewalt? Er ist zu. 8 Kisten sind drin. Gleichstand, Niki. Komm. So, Niki. Beim Duell der Performance-Limousinen steht es 1:1. Breite Backen, viel Leistung. Performance-Limousinen müssen jetzt auf den Wilster Berg. Mhm. Dort werden wir sie richtig heftig scheuchen. Auf dem Weg dorthin allerdings geht es erstmal um den Alltag. Genau, Komfort. Weil die Hersteller sagen, sie sind nicht nur sportlich, sondern sie sollen auch Komfort können. Genau. Und deswegen haben wir 2 Mitfahrer, jeder einen drin. Wie heißt deiner? Das ist Dieter Dummy. Und, Dieter Dummy? Die haben ja praktisch ein Telefon am Hals und da haben wir eine seismologische App drauf. Eine seismologische App? Ja, da werden die ganzen Erschütterungen werden da gemessen. Und es gibt dann einen Mittelwert, wenn wir am Bilster Berg sind, der, wo den kleineren Mittelwert hat, holt sich den Punkt. Und ich denke nämlich, dass da mein BMW sehr gut aufgestellt ist. Weil? Weil deiner hat ja ein Gewindefahrwerk. Der RS5 hat ja ein Gewindefahrwerk und wenn ich ein Gewindefahrwerk, je weiter ich mit dem runtergehe, dass ich tiefer gelegt bin, umso mehr muss ich die Feder vorspannen, umso härter wird das Ganze. Und ich denke jetzt, wenn der so tief wie der eigentlich ist, der wird knallhart sein. Also der Punkt, das muss eigentlich mir können. Dieter Dummy, wir sind soweit. Ich schalte das Gerät ein. Du startest jetzt? Ich starte. Okay. Und bist du soweit, Dieter? So, einmal auf Play. Ich bin sehr gespannt, weil Audi hat da halt dieses Competition Plus Paket eingebaut für 11.000 Euro. Muss man auch mal sagen, das ist schon ganz schön eckig, sage ich mal so. Ist ein Gewindefahrwerk, härtere Stabis und es soll eben dafür sorgen, dass das Auto auf der Rennstrecke besser funktioniert, was für mein Dafürhalten gleichbedeutend damit ist, dass er auf der Straße nicht mehr so komfortabel ist. Audi ist bekannt dafür, dass sie beides gut können, Performance, aber vor allen Dingen Komfort. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass er trotz des Gewindefahrwerks einigermaßen komfortabel sein wird. Jetzt geht es 15 Kilometer zum Bilster Berg für unsere Komfort-Challenge. Und das Tolle ist, ich kann ja alles einstellen. Ich kann das Ganze auf Soft machen. Bremsekomfort, Lenkungskomfort, Fahrwerkkomfort, was geht. Motor Efficiency. Drive Select. Komfort. So, dann machen wir uns wieder ganz vorsichtig runter. Bordsteinkante, Bordsteinkante. Die Messwerte der App beziehen sich auf die modifizierte Mercalli-Skala. Eine 12-stufige Skala, nach der die Stärke von Erderschütterungen ermittelt wird. Stufe 1 ist für Menschen kaum spürbar. Stufe 12 sind massive Verschiebungen der Erdplatten. Welche Werte messen die Dummies in unseren Performance-Limousinen? Heile Welt oder Apokalypse? Ganz sanft. So wie ein Niki Schelle halt normal fährt. Ich fahre auch normal sanft. Natürlich jetzt hier so, man fährt wieder an den Gullis ein bisschen vorbei, nicht direkt drüber. Aber auch diese kleinen Wellen, wenn man jetzt so. Man fühlt es im Auto eigentlich fast nicht. Was ich jetzt schon merke auf dieser eigentlich guten Straße ist, dass das Fahrwerk, das Auto wirklich jede kleine Unebenheit mitnimmt und weitergibt an die Karosserie. Und das ist typisch für ein Gewindefahrwerk. Weil die wollen halt tatsächlich die maximale Performance auf der Rennstrecke. Grundsätzlich fahren wir die gleiche Strecke, und zwar exakt die gleiche Strecke.
Und wir werden am Ende dieser 15 Kilometer sehen, welches Fahrzeug ist tatsächlich komfortabler. Am Ende dieser 15 Kilometer ist entscheidend, nicht wer den höchsten Peak hat, also die größte Erschütterung, sondern wer hat den niedrigsten Durchschnittswert. Ja? Da müssen wir echt diesen Fleckenteppich hier anschauen. Immer wieder unterschiedlicher Asphalt, alles unterschiedlich. Und der M3 macht es wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Na, Dieter, was meinst du? Der Punkt gehört uns, oder? Das Competition Plus Paket. Was haben wir da verbaut? Also wir haben für 11.000 Euro ein Gewindefahrwerk verbaut mit verstellbaren Dämpfern. Das Auto kommt 1 Zentimeter tiefer als ein normaler RS5. Außerdem beinhaltet das Paket unter anderem eine Reduzierung der Geräuschdämmung und kürzere Schaltzeiten. Also, was ich jetzt hier spüre, ist tatsächlich einfach dieser subjektive Eindruck, ist, dass das Fahrwerk schon trocken ist, aber es ist jetzt nicht unkomfortabel. Also, du sitzt hier nicht drin und machst so wie in einem Supersportwagen, sondern das ist immer noch eine Limousine. Es ist ja so, beide Hersteller, ob Audi oder BMW, sagen ja auch, dass mit diesen Fahrzeugen eben auch Komfort sehr gut ist und nicht nur die reine Sportlichkeit. Gehört inzwischen ja auch dazu, weil ein geringer Prozentsatz nützt die Autos ja nur irgendwie auf der Rennstrecke. Also ich glaube, dass der M3 Competition nicht weicher ist als das Auto hier. Das glaube ich einfach nicht. Ankunft nach 15 Kilometern Fahrt am Bilsterberg. Hosen runter beim Komfortcheck. Welche Performance-Limousine erreicht den niedrigeren Durchschnittswert auf der Erschütterungs-App? Nein! Bin ich depp da drüber gefahren? Ui, das war eine böse Bodenwelle. Aber da ist der Niki auch drüber gefahren. Da steht das schon. Ich muss ganz vorsichtig aussteigen. Ganz vorsichtig. Also, auf diese 0,034 wird es wohl nicht drauf zusammenkommen. Ich habe gefühlt ein sehr, sehr knackiges Fahrwerk. Mhm. Wie ist es bei dir? Ich würde sagen, meins ist sehr, sehr sanftmäßig. Es wird auf jeden Fall alles aufgezeichnet und führt am Ende dazu, dass wir ein Gesamtergebnis haben in Form eines Durchschnittswerts. Genau. Wollen wir mal nachgucken, Niki? Schauen wir doch mal, ja? Also, mein Werner sitzt hier hinten. So. Und der Wert, der Durchschnittswert liegt bei 2,4. Und deiner? Ja, du wirst staunen. Sag an. Drei. Yes! 3,2. Ich hätte alles verwettet, dass das um Welten besser ist. Geil. Punkt. Junge, es gibt einen Punkt. Es ist unfassbar. Die gemessenen Erschütterungen entsprechen in beiden Fällen tatsächlich Stufe 9 auf der Mercalli-Skala. Hier treten bereits massive Schäden an Gebäuden auf. Risse im Erdboden zeigen sich. Ganz so dramatisch hat es sich in den Autos aber zum Glück nicht angefühlt. Trotz Competition Plus Paket, trotz härterer Stabis, trotz Gewindefahrwerk ist er komfortabler als er hier. Und ich hätte alles verwettet. Ich hätte hier alles verwettet, dass das... Schade, dass wir nicht gewettet haben. Tja, Niki, die Komfort-Challenge, würde ich mal sagen. Punkt für den Audi. Unglaublich, es heißt 2:1. Nach den ersten beiden Alltagswertungen müssen die Dinger jetzt abliefern. Bei der nächsten Challenge auf dem Bilsterberg ist gnadenlose Performance gefragt. Niki, was ist das für ein Träumchen? Bilsterberg komplett für uns alleine. Genau. Und wie du siehst, schau mal, ich habe andere Socken, andere Schuhe, sprich Reifen habe ich geändert und die Felgen. Träumchen, ne? Ist ein Träumchen, habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe auch einen Semislick-Reifen drauf. Ganz genau. Zwei unterschiedliche Marken. Was bedeutet das überhaupt, Semislick? Was bringt ja, so ein Reifen? Ja, das sind Ultra-High-Performance-Reifen. Wenn man jetzt bei meiner mal schaut, schauen wir, wie dick die Auflagefläche ist. Durch das können wir schneller um die Kurve fahren. Ja. Wir haben größere Kurvengeschwindigkeit und wir haben wesentlich mehr Grip. Und das bedeutet, wenn wir schneller einlenken, durchfahren, haben wir mehr G-Kräfte. Ja. Und da werden wir jetzt herausfinden, wer das besser umsetzt. Wir messen die G-Kräfte. Beide Fahrzeuge haben ja im Cockpit G-Kräftemesser. Genau. Und wir schauen, wer mehr produzieren kann. Okay, und dann zählt der Maximalwert. Genau. Also ich würde sagen, Niki, wir machen es so, jeder eine Runde anschwitzen. Das brauchen wir für die Reifen. Und dann haben wir eine Runde Zeit, den Maximalwert rauszufahren. Genau, und dann kommen wir raus, vergleichen und dann sehen wir, wer der Beste ist. Abrechnen. Hä? Los, bitte los. Feuer frei.
Ein Traum. Jetzt habe ich gerade die Komfortwertung gewonnen. Das bedeutet halt, dass das Competition Plus Fahrwerk auf jeden Fall weicher ist als das, was der Niki serienmäßig verbaut hat. Genau. Ja, das ist mal Fakt. Aber es geht halt eben auch darum, wie ist dann die Umstellung, dann, wenn man in Sportmodus geht. Jetzt geht es erst einmal darum, die Reifen anzuwärmen, denn diese Ultra-High-Performance-Reifen, die brauchen ein Temperaturfenster. Wenn es zu kalt ist, ist ein Untersteuern. Also das Fahrzeug rutscht über die Achse, meistens die Vorderachse. Und wenn das Heck einmal kommt, ist auch nicht gerade unbedingt das Tolle. Aber wir haben ja noch Zeit. Na, guck mal, was die Reifen sagen. 41 Grad, das ist viel zu wenig. Jetzt heißt es Reifen anwärmen. Der Bitzerberg ist eine sehr, sehr schöne Rennstrecke. Wir haben hier eine Berg- und Talfahrt vom Allerfeinsten. Und das Ganze ist ja auch noch an der Mausefalle. Da sind dann auch so Wellen drin. In dieser Welle drin hast du noch mal besonders viel Grip, weil du eben komplett reingedrückt wirst. Und während du dann lenkst, hast du die maximale Querbeschleunigung, schätze ich mal. So, merkt man wirklich, wie er rutscht. Wir haben noch nicht die optimale Temperatur. Wir müssen eine Rallye-Schelle ein bisschen rauslassen. Aber der kommt. Dann müssen wir ein bisschen früher bremsen. Läuft. Bremsung. Oh, die Bremsen sind jetzt schon am Qualmen. Okay, was haben wir an G-Kräften? 1,26 G beim Bremsen und 1,3 G in der Kurve. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Die Reifen sind jetzt warm. Wir haben Temperatur, haben wir 69 Grad vorne, 72 vorne links, 33 und 34 auf der Hinterachse. Das ist vollkommen okay. Ja, wir haben hier Außentemperatur von, was haben wir, 6,5 Grad. Ich sag mal so, viel wärmer wird der Reifen heute nicht mehr. Okay, also das war die Aufwärmrunde. Bei der G-Kraft-Challenge bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, weil das Fahrwerk ist neu, ist schärfer geworden und deswegen sollte er jetzt auch liefern. Weil G-Kräfte sind halt was Schönes. Was machst du eigentlich da? Das sind keine G-Kräfte, die M-Kraft wegfinden. Und deswegen hole ich den Punkt. Mit deiner M-Kraft. Eine Runde lang bleibt nun Zeit, um den Maximalwert herauszufahren. Und voll in die Eisen, alles was geht. Aber dahin, auf geht's, komm, was haben wir. So. Bremsung bis zum Stillstand, 1,3 G. Seitenführung haben wir bis jetzt 1,55, das muss noch ein bisschen besser gehen. Gesucht wird der Spitzenwert bei Längs- oder Querbeschleunigung. Ah, hier ist eine schöne Kurve. Das ist krass. Hier wird er leicht, da kriegen wir nicht so viele G-Kräfte. Schauen wir nochmal nach. Maximum 1,42. So, jetzt kommt die Mausefalle. Mausefalle ist richtig schön mit G, glaube ich. Komm, 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 komm. Also 1,42 G ist schon heftig. Allrad bringt schon was, denn die Motorkraft verteilt sich an alle vier Räder. Wir haben also nicht zu viel übersteuern, dass das Heck eigentlich da ausbricht, sondern wir bauen durch das Ganze eigentlich noch mehr Fraktion aus. Leck mich am Arsch. Wir müssen hier jetzt, komm, auf, komm. Wer holt den Spitzenwert bei der G-Kraft? Und wird er in der Kurvenfahrt auftreten oder beim Beschleunigen und Bremsen? Niki im BMW klingt jedenfalls zuversichtlich. Das ist mein Punkt, warum jetzt gar nicht reden. Aber ich war mal beim Komfort auch sicher, dass der Punkt mir gehört. Ist jetzt echt ein bisschen schwierig zum sagen. Und? Spaßige Nummer. Klebt er? Nicht gleich am Anfang, das dauert wirklich lange. Ja, das dauert richtig lange, ne? Bei dir auch? Ja, du musst den Reifen richtig anwärmen, aber das hat in der ersten Runde sehr, sehr gut funktioniert. Erzähl mir die Werte, Niki. Also, wir haben auf jeden Fall mehr als 1,5, oder? 1,5? Ja. Nee. In der Kurve? 1,5 habe ich nicht, ich habe 1,42. Und du? Puh, ich habe schon
1,6. 1,7? Niemals. Niemals. Logisch. Wie viel hast du? 1,8. Boom! Und das ist schon ein Hammer. Das ist Hammer. Okay, damit geht der Punkt an dich. An mich. Scheiße. Wahnsinn. Krass. Also so viel hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Niemals. So viel hätte ich mir ja nie gedacht. Also, was glaubst du, wo es passiert ist? Mausefalle. Mausefalle. Ich habe den Punkt geholt in der G-Kraft-Challenge. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ausgeglichen. Danke. Das Battle der viertürigen Performance-Limousinen mit Allradantrieb gipfelt im alles entscheidenden Duell. Der Jagd nach der besten Rundenzeit auf dem Track. An Nikis Arbeitsplatz hinter dem BMW M3-Lenkrad lässt sich der aufgeladene Rhein-6-Zylinder mit 510 PS voll ausquetschen. Kann Matthias mit seinem heftigen Arbeitsgerät den Platzhirsch abhängen? Griffiges Alcantara erleichtert das Dirigieren des nachgeschärften Audi RS5 Sportback mit Competition Plus Paket. Der V6 leistet nur 450 Turbo PS. Wird das gleich ein Nachteil sein? Oh yes, Niki! Jo. Die Königsdisziplin steht an. Genau. Schnelle Finale. Runde mit unseren Power-Allrad-Limousinen. Ja. Das wird jetzt eine heiße Nummer, denn Punkte Gleichstand, jetzt genau. Zählt es wirklich. Yes. Und das Ganze hier bei der Berg- und Talbahn, rauf, runter, rum, num, blinde Kurven, ist eigentlich so eine Asphaltachterbahn. So schaut's aus. 4,2 Kilometer. Mhm. Es fängt gerade leicht an zu nieseln. Mhm. Da kommt der Allrad wieder zum Tragen. Ne? Was ich gar nicht toll finde. Wieso? Ja, weil das Auto trotzdem recht rutscht. Also die Reifen werden inzwischen wieder kühl. Dann ist da ein bisschen wie so eine Schmierschicht drauf. Das ist gar nicht so toll. Wir haben noch so ein paar Spezialitäten. Wir haben ja Viertürer. Genau. Deswegen fährt der eine beim anderen mit. Ja, genau. Dann wird es für den natürlich nicht ganz so einfach, denn wir setzen uns hinten rechts rein. Hinten rein? Ja, nicht vorne. Vorne sitzen wir immer. Hinten. Viertürig, vier Türen. Hinten geht's auf, hinten reinsitzen, los geht's. Okay. Ja. Dafür habe ich nämlich was dabei. Ja? Was ist das? Töre! Eine Kotztüte, ja, oder? Wenn einem gerade irgendwas aus dem Mund rausfällt oder so, weil es doch ein bisschen wilder wird. Denn wir fahren ja zwei Runden. Damit wir die Dinger richtig ans Limit bringen. Und auch dich. Ja? Nimm das mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Super, da nehmen wir das jetzt. Rein in die. Kotztüte, die tue ich mir mal hier so hin. So. Da muss ich mich nur festhalten und direkt rein. Also für mich ist eigentlich relativ klar, die schnelle Runde geht jetzt an den M. Also mal von den nominellen Sachen her 60 PS mehr. Dann eben diese Reifen, was wir drauf haben. Also der Punkt geht an mich, das ist eigentlich fast fix. Ja gut, aber du hast vergessen, dass es da auch noch einen Fahrer gibt, Niki. Den Fahrer? Ein Fahrer, der in diesem Audi drin sitzt. Hm. Als erster holt Niki im BMW Schwung für die schnelle Runde. Also wir fahren zwei gezeitete Runden. Wir wollen die Autos diesmal ein bisschen mehr rannehmen. Wir wollen gucken, was können die Bremsen und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir zwei Zeiten, die rechnen wir zusammen. Und dann wissen wir, wer schneller war. Über zwei Runden eben. Alter! Für mich fühlt sich das Auto viel sportlicher an, viel direkter, viel kommunikativer. Er erzählt viel mehr als der Audi und die Wechsel hier gerade, ne? Dieses BAM! Das ist viel direkter und viel präziser, was das Auto auf der Strecke macht. Das ist unglaublich. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die erste Runde ist rum. Schön eng genommen, hier nicht zu weit nach außen, aber trotzdem den ganzen Platz genutzt. Schlecht wird mir gar nicht, Gott sei Dank. Das ist doch das Schöne dran. Wow, oh, wow. Die Reifen haben keinen Grip. Die Reifen haben keinen Grip. Niki, ne? Easy. Take it easy. Also ich traue mich zu sagen, dass die erste Runde schneller war. Woran liegt das, Niki? Es ist nass. Junge! Ja, Matthias, es könnte besser sein. Ne? Bei 200 wird das Auto so leicht über diese Kuppe drüber. Und der Niki ist... Ah,
Von Jesus Maria. Oh Gott. Ui. Schön mit einem leichten Slide raus auf die Stadtzielgerade. Okay, das war Performance. Oh. Ich sag na gut, einsetzender Regen, dauerhafter Nieselregen. Und der Niki hat gezaubert am Lenkrad in jeder Kurve. Du merkst das hier, es ist wirklich einfach feucht. Auch beim Bremsen habe ich schon gemerkt, die Bremse wird eher leicht. Also nichts an der Bremse, aber die Haftung vom Reifen zum Asphalt ist einfach nicht mehr gegeben. Also wenn man jetzt rausgeschaut hat, es war leicht bewölkt. Ich fahre raus und es beginnt zum Nieseln. Es war einfach der volle Kampf. Du willst alles probieren, du probierst dein Allerbestes. Und dann kommt das Heck und dann auf einmal fängt er sich dann doch wieder. Und dann kommt die Front wieder nach und du bist am Kämpfen. Und dann denkst du, es soll ja irgendeine brauchbare Zeit rauskommen. Und du merkst, das wird nichts. Wir haben eine sehr, sehr schöne Rundenzeit. Genau. Wenn wir das beides zusammenzählen, haben wir eine Rundenzeit von 4:01.690. Ganz genau. Selbst wenn jetzt die Bedingungen nicht so toll waren, selbst wenn der Reifen nicht ganz passend war für das Ganze, aber der M3 gibt dir halt einfach auch das Handwerkszeug, dass du das umsetzen kannst. Ja. Und das ist halt eigentlich das. Jetzt weiß ich nicht, da ich noch nicht mitgefahren bin, du hattest jetzt den kleinen Vorteil, wie das Ganze läuft und deswegen nehmen wir halt mal hier Platz, oder? Ich weiß nicht genau, ob der Audi das schlagen kann. Hast du so ein Tütchen für mich schon drin? Ich habe natürlich ein Tütchen. Du hast gleich zwei hergerichtet, glaube ich jetzt mal, ja? Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Ja, vielen, vielen Dank. Auch Matthias absolviert zunächst eine Einfahrrunde, um die Reifen halbwegs auf Temperatur zu bekommen. Dann startet die Zeitenjagd. Okay. Dann geht's jetzt auf Startziel, Matthias. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was die Rundenzeiten sagen, weil die Autos fahren komplett unterschiedlich. Das hier ist der leise Treter, der weiche Klaus. Und der BMW M3 ist halt einfach so ein Hackgerät, dass alles zu spät ist. Der Präzisionschef wirklich bei den beiden, das spürst du. Aber die große Frage ist, war der Reifen jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen ein Nachteil? Das ist sehenswert, was man hier so erlebt. Kommen Sie ran, fahren Sie mit. Das Schöne ist, das Auto ist schön zu fahren. Ja? Also es ist jetzt nicht so, was sich irgendwie mega überrascht. Ne? Ihr habt gesehen, ich muss wesentlich weniger zaubern am Lenkrad. Er hat jetzt komplett über alle Viere in dieser Kurve geschoben. Und da wäre der Niki komplett quer gefahren, wenn er das gemacht hätte. Also die erste Runde war 1:56,5. Wesentlich schneller als deine. Genau. 3 Sekunden ungefähr, ne? Genau. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was die zweite Runde kann. In der zweiten Runde ist jetzt alles ein bisschen wilder, weil die Reifen tatsächlich ein bisschen nachlassen. Jawohl, schön den ganzen Platz ausgenutzt. Das ist schnell, das passt, das ist gut. Und das gibt, glaube ich, sogar noch eine schnellere Zeit als in der ersten Runde. Nein, ein Debakel. Come on! Los geht's! Ein Debakel für mich. Und. Ich sag mal so, das, was jetzt kommt, hätte, glaube ich, niemand gedacht. Das Auto ist viel, viel weicher, wankt viel, viel mehr, kommt nicht im Ansatz an das Fahrwerk vom M3 ran, auch wenn es das Competition Plus Fahrwerk ist. Aber auf dem Track funktioniert das, sage ich jetzt mal so, lösungsorientiert. Jetzt kommen wir mal zu den Rundenzeiten. Meine Zeit war 4:01. Ah, also und über 4 Minuten. Genau, und wir brauchen jetzt gar nicht groß aufdrüsseln. Nein, bei dir steht vorne eine 3 und dann eine 3,54. Also 7 Sekunden Unterschied. Und das ist. Also, man muss es relativieren. 7 Sekunden auf der langen Strecke ist nicht so viel. Berg- und Talfahrt und so weiter und so fort. Aber man muss wirklich sagen, ich denke, dass wenn dieses Auto diesen Reifen hätte, dann würde es bei gleichem Wetter einigermaßen pari sein. Der Reifen vom Niki ist halt noch mehr auf Track-Performance ausgelegt als meiner. Ich habe das Gefühl im Audi, dass mein Auto besser läuft, mehr Grip hat,
und nicht, der Reifen ist nicht so spitz. Also er funktioniert auch bei diesem leicht feuchten Wetter noch. Ja, ist halt, daran sieht man, wie krass solche Reifen sind und dass die wirklich nur einsetzbar sind, wenn es um die volle Performance geht, wenn es schön trocken ist und 20 Grad Außentemperatur hat. Wir kommen zur Punktevergabe, zur feierlichen Punktevergabe und zum Grande Finale. Wer kriegt den Punkt, Niki? Oh yes, Niki. Wie viel steht's denn jetzt? Das darf nicht wahr sein. Es steht 3:2. 3:2 für dich und den Audi. Also Niki, 3:2 gewonnen. Ja. Der Gesamtsieg der Performance-Limousinen mit Allrad geht an den Audi RS. Der Überraschende. An den Matze auch noch dazu. Ja, genau. Ja? Ich bin halt nur zweiter Sieger, aber nichtsdestotrotz, wenn das Wetter ein bisschen anders da gewesen wäre, lass uns das mal ein bisschen... 100% safe, gebe ich dir 1000%ig recht. Aber heute bist du der Sieger, was soll's. Das ist Quattro-Wetter gewesen. Ja, genau. Wie ich sehe, hat dir das Video gefallen. Ich finde es mega, deswegen lass einfach ein Like da, bleib auf dem Kanal und abonnier uns. Wenn du Lust hast auf ein weiteres Video, dann klick hier.